Willkommen zurück bei Assassin's Creed 2. Und wir haben keine Möglichkeit, hier gerade wegzugehen, wie ich sehe. Wir müssen mit Lorenzo de Medici reden. Und ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie alternative Kamera funktioniert. Dann reden wir mit ihm. Als ich 6 Jahre alt war, fiel ich in den Arno. Bald sah ich mich nach unten sinken und ins Dunkel. Sicher würde mein Leben bald enden. Stattdessen erwachte ich und hörte das Weinen meiner Mutter. An ihrer Seite stand ein Fremder, völlig nass. Er lächelte mich an. Meine Mutter erklärte, dass er mich gerettet hatte. Und so begann eine lange, blühende Freundschaft zweier Familien. Eurer und meiner. Verzeiht, dass ich euren Vater und eure Brüder nicht retten konnte. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Ich glaube, dass Jacopo de Pazzi eine Rolle bei ihrem Tod spielte. Auch beim Angriff auf euch. Ich muss ihn finden. Der Feigling floh, bevor wir ihn festnehmen konnten. Habt ihr irgendwelche Spuren? Nein, sie haben sich gut versteckt. Sie? Jacopo war nicht der einzige Verschwörer, der entkam. Wenn Sie mit Jacopo arbeiten, waren Sie auch an dem Komplott gegen meine Familie beteiligt. Gebt mir Ihren Namen. Antonio Maffei, Erzbischof Francesco Salviati, Stefano da Bagnone und Bernardo Baroncelli. Bene, ich gehe zu meinem Onkel. Er hat Männer im Hinterland stationiert. Wartet, bevor ihr geht. Eine Kodexseite. Ich nahm sie aus den Akten von Francesco de Pazzi, da er sie sicher nicht mehr braucht. Ich habe mich immer für alte Dinge interessiert. Wie euer Vater. Es ist auch bedeutsam für mich. Dann seht sie als ein Geschenk. Möge Gott uns alle schützen. Okay. Wir haben eine Handvoll Verschwörer. Jacopo de Pazzi. Das Geld. Er war der Kopf der Pazzi-Familie und er führte ihre Bankgeschäfte. Als Geschäftspartner von Lorenzo de Medici hatte er persönlich nichts gegen ihn. Also heuerte er 4 Templer-Attentäter an, um die Sache für ihn zu erledigen. Bernardo di Bandino Baroncelli. Er hasste die Medici wegen des Exils seines Cousins und führte die Bücher im Tagesgeschäft der Pazzi-Bank. Und nachts mordete er für die Templer. Baroncelli führte den ersten Streich aus. Stefano de Bagnone, bekannt für seine Grausamkeit. Bagnone wurde in Rom zum Templermörder ausgebildet. Und Bagnone war es, der Lorenzo de Medici in den Rücken stach. Antonio Maffei, als Zeuge der Entlassung von Volterra durch die florentinischen Söldner, beschuldigte Maffei Lorenzo. Er trat den Templern bei, um Rache zu finden. Maffei war es, der Lorenzos Kehle durchschnitt. Erzbischof Francesco Salviati. Er war überzeugt, der nächste Erzbischof von Florenz zu werden. Salviati raste, als sich Lorenzo ihm in den Weg stellte. Aber die Templer waren da, um seine Wunden zu heilen. Es war Salviati, der ihre Truppen in die Stadt führte. Ja, das wollte ich eigentlich nicht sehen. Mache ich das mal so. Ich wollte in das Menü schon rein. Das ist das falsche Menü. Nee, hier. Verschwörer. Tod, Tod, Tod. Das sind die Pazzi und Venezianisch. Da kommen wir später noch zu. Ja, die Datenbank gucken wir uns ein anderes Mal an. So. Attentatsmissionen sind jetzt bei mehreren Taubenschlägen in der Gegend verfügbar. So, hier ist Attentat. Dort haben wir ein Erinnerungsfragment. Aber was ich machen möchte? Nein. Wir kümmern uns erstmal um das Templerversteck. Ich will wissen, was die Templer... Ich habe den Palazzo Medici auf der Karte markiert. Um volle Synchronität mit Ezios Leben zu erreichen, solltest du ihn untersuchen. Das machen wir gleich mal. Und wir sehen hier gerade, dass die Medici-Wachen jetzt in der Stadt patrouillieren.
Anstatt die davor, ich nehme mal an, die Pazzi. Das sind die von der Medici-Familie. Aber erstmal Templerversteck plus Aussichtspunkt. Ah, hier passen wir durch. Wow, ehrlich gesagt, der Hammer und die Rüstung sind ein bisschen härter aus als das, was die Pazzi hatten. Ja, das machen wir gleich. Da oben hin. Kommen wir von hier aus, glaube ich, recht gut ran. Echt? Einmal kurz synchronisieren. Das dauert mir immer zu lange. Einmal gesehen, dann braucht man das nicht immer. Da ist auch noch eine Codex-Seite. Machen wir das Templer-Versteck und dann die Codex-Seite. Das sind Sachen, die wir ruhig so machen können. Wobei, ich bin auch unbedingt die Codex-Seiten einfach mal irgendwann so off-camp zu farmen. Ach, ist ja ganz unauffällig, dieses rote Kreuz an der Tür. So wie das Assassinen-Symbol für die Assassinen überall. Na, was erwartet uns jetzt hier? Keine Ahnung. Im Jahre 1470 den Plaza Medici infiltrieren und Lorenzo vor den Templern retten. Was ist hier passiert? Signor Lorenzo? Lorenzo ist leider verhindert. Hey, du bist der Mörder von Francesco de Pazzi. Packt ihn. Mit Vergnügen. Da, auf ihn. Mir bekannt vor. Aber wer will? Jetzt. Er wird schnell müde werden, also nichts Riskantes, Männer. Wartet auf eure Chance. Wartet auf eure Chance und tot ist er. Gebt euch keine Blöße, Männer. Der Kerl ist kein Tölpel. Guter Konter. Hier auf der Karte noch viel, viel mehr Leute. Shit. Die haben das gleiche Moveset wie wir. Und auch die gleiche Animation sehe ich gerade. Müssen wir nach oben klettern? Sieht so aus. Und hier fangen wir an, okay. Immer diese knappen Sprünge, ich mag es lieber, wenn wir drauf landen können. Na gut, wir kommen jetzt hier Stück für Stück höher. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich weiß, dass ich da unten ein Geräusch gehört habe. Verdient euch jetzt eure Florin. Die Hälfte durchsucht den Hof. Die anderen kommen mit mir, die Kapelle untersuchen. Sì, Capitano.
Dann untersuchen wir die Geheimgänge. Was ist mit Lorenzo? Jetzt ist Lorenzo schon tot. Das ist das gleiche Bild. Okay, ich guck bei Kollegen, wie die es gehandhabt haben. Ich fühle mich ein bisschen unwohl mit dem Bild. Okay. Ja, ich werde wirklich eher alles zensieren, um auch nochmal sicher zu gehen. Mir bekannt, das könnte. Eccolo, du entkommst uns nicht. Da. Au. Lazio, so leicht kommst du nicht. Doch. Dort, auf. Das war ein komischer Winkel. Bezahle für deine Sünden. Warum haben wir nicht von hinten gefinisht? Müssen da lang. Sehr interessantes Haus, muss ich sagen. Das wollte ich jetzt nicht. Was ein bisschen lange dauert. Aber gut. Lorenzo, verdammt! Jemand muss einen Weg hineinfinden. Ihr habt ihn gehört, ihr zwei. Holt eine Leiter! Ah, da oben. Ich würde gerne einen davon finishen. Wo habe ich den bloß schon gesehen? Der Panzerboy macht mir Sorge. Oh. Lass mich raten, den können wir gar nicht kontern. Dann einfach raufhauen, bis er keine Ausdauer mehr hat, ne? Muss doch gehen, dass wir den kontern können. So, jetzt nach oben. Okay, da oben. Warum sollte ich darauf? Kannst du dich nicht hier festhalten? Genau. Ja, das ist doch so viel besser. Zurück! Senkt euer Schwert. Ich bin's. Ezio Auditore. Wieder habt ihr mich gerettet. Zuerst kommen sie in meine Kirche, nun in mein Heim. Ich werde sie jagen. Sie werden euch nicht mehr belästigen. Seht euch um. Das ist eine meiner Schatzkammern. Ihr dürft euch davon nehmen, was ihr wollt, als Dank für eure Hilfe. Ich denke, dass mein Heim... Ja, Signore. Habt Dank für euer großzügiges Geschenk. Ich muss gehen. Aber ich komme wieder, wenn alle Pazzi tot sind. Na, was haben wir hier drin? Ah, was kriegen wir? 3000, okay. Erinnerung synchronisiert, Lorenzo gerettet. Wunderbar! Gut, damit haben wir dieses. Da unten ist eine kleine Kiste. Die lassen wir jetzt mal in Ruhe. Das Templerversteck erledigt.